Zu weiße Weihnachten. Weihnachten in der Schneewehe. Schon einmal stürzte ein Tiefdruckgebiet Deutschland kurz vor Heiligabend in ein beispielloses Chaos. 2001 sorgte Tief Laurin dafür, dass Zehntausende im Schneetreiben festsaßen. Auf eines Tags erinnern sich Helfer und Eingeschlossene an die bangen Stunden in der Kälte. Fahrer und Mitfahrer eines eingeschneiten Pkw versuchen in dem kilometerlangen Stau am 22. Dezember 2001 ihr Auto auf der A9 zwischen Nürnberg und Hof zu befreien. Aufgrund der heftigen Schneefälle staute sich der Verkehr über 100 Kilometer. Viele Menschen mussten in ihren Fahrzeugen übernachten. Stau auf der überfüllten Autobahn 9 am Hinberg nahe Nürnberg. Tausende saßen am 22. Dezember 2001 bis zu einem Tag frierend in endlosen Staus fest oder mussten in Notunterkünfte evakuiert werden. Sogar Bergwacht und Bundeswehr unterstützten die Helfer von THW und Rotem Kreuz. Einige bayerische Landkreise riefen den Katastrophenfall aus. Festgefahren an Weihnachten. Ein Pkw am 25. Dezember 2001 in unsichtloser Lage auf einer Straße im Raum Erzgebirge. In weiten Teilen Sachsens und Thüringens führten starke Schneefälle und Verwehungen zu Chaos und Stillstand während der Feiertage. Land unter. Ein Raumfahrzeug befreit am Heiligabend 2001 die Bundesstraße 96 bei Sackrath auf Rügen von den Schneemassen. Der Wintereinbruch hat in Norddeutschland zu chaotischen Verkehrsverhältnissen geführt. Die Insel Rügen versank in Schnee. Stellenweise fielen bis zu 50 cm Neuschnee und ein Schneesturm sorgte für Verwehungen von bis zu 150 cm Höhe. Noteinsatz. Helfer des technischen Hilfswerks versorgen einen frierenden Autofahrer am 22. Dezember 2001 auf der A9 mit Tee. Viele Autofahrer, die auf dem Weg in den Weihnachtsurlaub oder zu ihren Familien waren, mussten sogar in ihren Fahrzeugen übernachten. Bayerns Innenminister Günther Beckstein sprach von der schlimmsten Schneekatastrophe, die wir je hatten. Weiße Weihnachten. Autos fahren am 25. Dezember 2001 auf einer Straße bei Scheibenberg, Erzgebirge durch den Schneesturm. Böse Weihnachtsüberraschung. Rund 40 Autos waren am Heiligabend 2001 auf der Autobahn 7 Kassel-Hannover am Kreuz Salzgitter wegen Schneeverwehungen und Eisglätte ineinander gerutscht. Bei der Massenkarambolage erlitten rund 20 Menschen leichte Verletzungen. Die A7 musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Vermiestes Fest. Autofahrer stecken ausgerechnet am ersten Weihnachtsfeiertag 2001 stundenlang auf der Autobahn 4 fest. Bergleute aus dem Erzgebirge marschieren am 22. Dezember 2001 in traditioneller Tracht durch Leipzig. An dem Umzug nahmen mehr als 500 Kumpel teil. Warten auf besseres Wetter. Insgesamt 1800 Menschen mussten wegen der Schneekatastrophe 2001 in Notunterkünften am Rande der A9, wie hier in Bad Berneck im Fichtelgebirge, versorgt werden. Und das unmittelbar vor Weihnachten. Nicht nur die Autos standen überall in Deutschland still, sondern auch auf den Gleisen ging in der Weihnachtszeit 2001 nichts mehr. Züge fielen aus, mussten umgeleitet werden oder hatten, wie hier, ein Regionalexpress von Nürnberg nach Hof deutliche Verspätungen. Räumfahrzeuge befreien am ersten Weihnachtstag 2001 die Autobahn 4 von den Schneemassen. Orkanartige Böen hatten seit Heiligabend den Schnee bis zu 2 Meter hoch aufgetürmt. Die A4 war in diesem Bereich insgesamt 20 Stunden gesperrt oder nur einseitig befahrbar. Autosuche. Mit bloßen Händen befreit ein Mann im Dezember 2001 in Bärfelden ein Auto vom Schnee. Über Nacht hatten starke Schneefälle den Ort im Odenwald mit einer meterhohen Schneedecke überzogen. Im dichten Schneetreiben fährt am 21. Dezember 2001 ein Schneepflug über die verschneite Landebahn am Berliner Flughafen Tegel. Hunderte Flüge wurden in der Zeit vor Weihnachten in Deutschland gestrichen. Zwei Autofahrer begutachten am 22. Dezember 2001 auf der A9 den Motorraum ihres liegen gebliebenen Fahrzeugs. Fast 24 Stunden ging auf der A9 nichts mehr. Viele Menschen versuchten, sich aufzuwärmen, indem sie über die Autobahn spazierten. Nach dem Schneechaos auf der A9 wurden entlang der Autobahn in Turnhallen und Notunterkünfte und Verpflegungsstellen eingerichtet. Insgesamt waren in der Region Bayreuth, die zum Katastrophengebiet ausgerufen wurde, mehr als 600 Helfer von THW, Rotem Kreuz, Feuerwehr und Bundeswehr im Dauereinsatz.
Schuld am Schneechaos 2001 war das Tiefdruckgebiet Laurin. Vom Baltikum kommend erreichte es kurz vor Weihnachten Deutschland und brachte besonders in den Mittelgebirgen und Bayern massig Schnee und klirrende Kälte mit. Im Berchtesgadener Land wurde mit minus 45,9 Grad Temperaturen wie am Nordpol gemessen. Rutschpartie. Nebeneinander versuchen Autos am 22. Dezember 2001 am Lauscheer Berg, Thüringen, mit dem Gefälle fertig zu werden. Vorweihnachtliches Chaos. In zwei Spuren stehen die Lkw am 22. Dezember 2001 auf der A45 bei Haiger in Fahrtrichtung Dortmund. Nach starken Schneefällen war die Autobahn seit dem Vorabend auf über 50 Kilometer durch querstehende Lkw blockiert. Tausende Autofahrer mussten speziell auf dem 20 Kilometer langen Abschnitt zwischen Siegen und Haiger-Burbach in ihren Fahrzeugen der Kälte trotzen. Helfer vom Roten Kreuz und Technischen Hilfswerk waren mit rund 100 Fahrzeugen im Einsatz. Willkommen zu einem neuen Video. Könnt ihr euch noch daran erinnern, was ihr am 21.12. auf den 22.12.2001 gemacht habt? Ich kann mich sehr gut daran erinnern und das möchte ich euch erzählen. Ich bin damals für eine Firma, das heißt nur ich und mein Chef, wir waren nur zu zweit, zusätzlich nachts eine Tour gefahren zu meiner Arbeit, die nur tagsüber stattfand. Die Route sah so aus, von Stuttgart nach Bayreuth und wieder retour nach Stuttgart. Gefahren bin ich dann jedoch von Nürnberg ab über die 7370 über Bamberg nach Bayreuth. Warum das so war, dazu komme ich noch. Wann die Abfahrtsankunftszeiten waren, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber wir sind nachmittags abgefahren, daran kann ich mich erinnern, weil es noch zu der Zeit hell war. Zu dem Zeitpunkt hatte schon stark geschneit, ab Stuttgart schon. Heilbronn war ziemlich viel Verkehr, daran kann ich mich auch erinnern. Wir waren insgesamt 4 Autos. 2 Autos waren von der firmeneigenen Person, dann war ich und zuletzt war mein Chef. Der fuhr circa eine halbe Stunde nach mir ab. Also er war dann hinter mir. Wir waren ständig im Kontakt zueinander per Telefon. Ich konnte ihm dadurch schon berichten, was auf ihn zukam. Und je später es wurde, umso schlimmer waren dann die Straßenverhältnisse. Als wir im Bereich Nürnberg dann schon ankamen, war es schon dunkel und es hat immer noch stark geschneit. Ab Nürnberg war die A9 schon gesperrt. Ich bin weitergefahren. Mein Plan war dann schon über Bamberg auf die 73 zuerst. Daraufhin habe ich den nächsten Parkplatz aufgesucht und meinen Chef angerufen und ihn davon berichtet, dass die A9 gesperrt sei. Also es war keine Möglichkeit drauf zu fahren. Ich habe ihm gesagt, dass ich versuche auf die 73 weiterzukommen. Ob es bis dato möglich war, wusste ich ja nicht. Ich habe es nur mal versucht und es war sehr, sehr viel Neuschnee auf der Fahrbahn. Also ich bin teilweise Geschwindigkeiten gefahren, das war Schleichen. Aber ich habe krampfhaft das Lenkrad immer wieder versucht auszugleichen, also gerade zu halten. Ich bin in dem Beruf schon über 20 Jahre tätig, aber sowas wie in dieser Nacht, das habe ich noch nie erlebt. Ich hatte die Tasche von meinem Chef bei mir im Auto. Warum das so war, daran kann ich mich auch nicht erinnern. Ich wusste aber, dass er immer Kaffee mit dabei hatte und etwas zu essen. Ich war so frei und habe mich daran bedient, als ich kurz vor Bayreuth stand, also im Ort, dann rechts rangefahren bin und mich erstmal meine Finger, meine Arme, die waren alle so verkrampft dadurch, weil ich die ganze Zeit gespannt gefahren bin, habe mich gelockert, einen Kaffee getrunken und etwas gegessen. Mit meinem Chef noch telefoniert. Er hat mir berichtet, dass er aufgegeben hat. Er sei Ansbach rausgefahren,
und hat die Firma angerufen. Sie haben ihn zu einer Adresse in Ansbach navigiert, wo er abladen könnte. Ich bin dann weitergefahren zu der Firma und als ich da ankam, war das für die Mitarbeiter eine riesen Überraschung. Ich bin in den Hof gefahren und die Mitarbeiter schauten mein Auto mit ganz großen Augen an. Als ich ausgestiegen bin, sagten sie zu mir, was? Stuttgart? Wo kommst du denn her? Ich sagte, dass ich über die 73 und 70 über Bamberg gefahren bin, weil die A9 anscheinend gesperrt worden sei. Sie meinten, ihre zwei firmeneigenen Fahrer stecken in der Autobahn A9 fest, dürfen nicht mehr weiterfahren. Was heißt dürfen? Konnten nicht mehr weiterfahren. Wann ich in Bayreuth ankam, das weiß ich nicht mehr, aber es war mit Verspätung, 4-5 Stunden Verspätung. Ich habe abgeladen und die Mitarbeiter haben gefragt, ob ich Retourware mitnehme, also wieder nach Stuttgart zurück. Und ich habe gesagt, natürlich, wenn ihr was habt, nehme ich das mit. Ich habe eingeladen und dann nochmal mit meinem Chef telefoniert. Wir haben uns abgesprochen, dass er auf einem Autohof auf mich wartet. Ich habe ihm gesagt, er könne so lange schlafen, ein Nickerchen machen. Es wird einige Zeit dauern. Ich bin von Bayreuth auf die A9 gefahren. Die war Richtung Süden frei, also offen, nicht gesperrt. Es war nur auf der Gegenfahrbahn gesperrt gewesen, wie man so schön auf dem letzten Bild sehen konnte. Es war noch dunkel, es lag sehr viel Neuschnee noch auf der Fahrbahn, also es war auch gar nicht möglich, schnell zu fahren. Aber irgendwann bin ich auf der linken Spur, sind wir alle gefahren und irgendwann kam mal ein Räumfahrzeug dann vor mir. Ich war hinter ihm, nur die linke Spur war frei. Die rechte war verschneit. Das Räumfahrzeug war mir allerdings etwas zu langsam. Und so bildete sich hinter mir ein Stau, weil niemand sich traute, auf die rechte Fahrbahn zu wechseln. Aber ich natürlich, ja, und ich lache da. Ich dachte so bei mir, ich habe die rechte Fahrbahn immer im Blick gehabt. Sobald es mir möglich ist, die Fahrbahn zu wechseln, wechsle ich sie. Und zwar habe ich sie dadurch beobachtet, die rechte Fahrbahn. Wenn weniger Schnee drauf liegt, dann wechsle ich. So habe ich das geplant. Und dann war es nach einigen Minuten auch soweit. Da habe ich die Fahrbahn gewechselt, bin auf die rechte Spur gefahren, langsam. Erstmal getestet, wie die Fahrbahn ist. Ob glatt oder nicht, ob ich rausfliege oder nicht. Es ging eigentlich ganz gut, es war nur Neuschnee drauf, ziemlich hoch, aber es war nicht glatt. Ich würde ja jetzt nicht empfehlen, deswegen loszurasen. Aber ich habe das Räumfahrzeug überholen können und was sehe ich im Rückspiegel? Es machen mir alle nach. Naja, und da dachte ich mir so bei mir, es ist ja mal wieder typisch, die Frau muss anfangen, damit alle das nachmachen. Wir haben das Räumfahrzeug gut überholt. So bin ich langsam, also dementsprechend den Wetterverhältnissen gefahren und kam dann auf dem Rasthof, Autohof, das weiß ich nicht mehr genau, wo das war, kam ich da an und habe das Auto von meinem Chef da stehen sehen und habe ihn geweckt. Wir sind dann noch rein und haben einen Kaffee getrunken, eine Pause gemacht. Ich habe ihm gestanden, dass ich seinen Kaffee leer getrunken habe aus seiner Tasche und sein ganzes Essen geklaut habe. Er sagte, es sei okay. So sind wir dann gemeinsam nach Stuttgart zurückgefahren. Sein Auto war leer, er konnte also direkt nach Hause fahren. Ich allerdings nicht. Ich musste noch zu der Firma abladen und habe danach noch eine kleinere Tour gefahren. Also man darf nicht vergessen, ich habe zu der Zeit, das war der Dezember, bin ich tagsüber und nachts gefahren, also Doppelschicht. Mein Chef hat mich gefragt, ob ich das zusätzlich nachts machen würde. Das wäre nur für den Dezember, weil das eine Sonderfahrt wäre wegen Weihnachtszeit. Aber als ich bei der Firma in Stuttgart angekommen bin, da haben die auch gestaunt. Haben mich auch gefragt, wo ich denn jetzt herkomme und wie ich gefahren bin. Wie das möglich sei, dass ich von 4 Autos und als einzigste Frau, wie ich das gemacht hätte, dass ich die einzigste wäre, die dort ankommt und wieder zurück.
Sie haben gesagt bei der Fahrdienstleitung, dass Ihre Mitarbeiter noch in der Autobahn feststeckten. Mein Chef hat in Ansbach aufgegeben und dort abgeladen und ich war der einzigste der 4 Fahrer, die dort angekommen ist und wieder zurück. Als ich in Stuttgart angekommen bin, war es so circa, glaube ich, 22:30 sowas. Es war irgendwie früher Vormittag, das weiß ich noch, irgendwie nach 10 Uhr aber. Gott sei Dank kein Unfall und kein Nichts, gar nichts, außer sehr müde und hungrig. Das war meine Nacht. Aber ich habe sowas in der ganzen Zeit, seit ich fahre, nie erlebt. So etwas. Das war meine Nacht. Das wollte ich erzählen. Wie ich gefahren bin, das ist mir auch wichtig, dass ich das mitteile. Bei Eis kann man sowieso nie was machen. Aber was man tun kann, ist auf jeden Fall nicht bremsen, nicht beschleunigen, einfach Leerlauf am besten, möglichst wenig Lenkbewegungen, gerade halten, eventuell gegenlenken, aber da kann man auch nichts machen, wenn man rutscht, dann rutscht man. Man kann einfach nur hoffen, dass der Knall nicht zu heftig wird. Aber was man so jetzt bei Neuschnee, wenn man gute Reifen auch hat, das ist ja auch ganz wichtig, wenn man gute Reifen hat, dementsprechend das Tempo anpassen. Und wenn man zu schleudern anfängt, also es beginnt zu schleudern, vom Gas weg, auf jeden Fall vom Gas weg, nicht bremsen und das Lenkrad gerade halten. Wenn es dann doch zu heftig wird, eventuell gegenlenken. Eventuell, ich sag eventuell, nicht unbedingt, wenn es nur so ein bisschen schleudern ist, auf jeden Fall vom Gas weg. Nicht Gas geben und nicht stark bremsen. Einfach rollen lassen. So bin ich gut durchgekommen. So, das wollte ich erzählen. Danke fürs Zuhören. Passt auf euch auf. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Eure Sonja.